Komm, 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 komm. Ich hab kalte Reifen. Oh nein. Okay. Hast du das richtige Setup geladen? Ja. Ich hab das ja vorbereitet. Also Bremse 2 drinne? Oder haben die... Warte mal. Ja. Oh, scheiße. Was wollten wir? Haben wir Sprit drinne? Ja, ich wollte mir noch eine... Du hast nicht das richtige Setup geladen, Rudi. Doch, wir haben 120 Liter drin. Okay. Alles gut. Okay. Ich wollte mir noch eine kurze Hose anziehen. Die Reifen sind Eisblöcke des Todes. Mhm. Nicht nur das, mein Herz auch. Ist auch ein Eisblock. Du spielst mit meinen Gefühlen, Michel. Ja, wenn es 16 Uhr losgehen soll, können die nicht... Ah! Also ich habe das Setup in der Quali-Session alles geladen, das wird übernommen. Juni, Moinsen, Biedhofen, ich grüße dich auch, moin. Fahren wir, wollen wir stündlich wechseln? Das können wir kurzfristig entscheiden, oder? Okay. Okay, rechts haben wir schon mal, vorne rechts haben wir schon wieder 27. Sehr gut. Schön. So, 56,2 muss ich mir merken, ich muss mal hinten die brennen. Ach du Scheiße, wir sind ja schon fast ganz hinten mit der Bremsbalance. Ja, 56,2. Ja, du fährst halt Setup von mir. Nee, das spielt doch keine Rolle. Ja, ich fahre immer weit hinten. Okay, also die Hinterreifen sind scheiße, vorne geht. Und dann ist ja gut. Aber wir haben Innenbahn, das ist gut. Ja, Bremsballons, Fog Warrior, Mann. Ey, klar, die Mäusen. Boah, ey, wir haben jetzt schon fast 4 Liter Sprit verbraten. Mhm. Okay. Was ist denn die Startgeschwindigkeit? Hab ich vergessen. 70. Wieso fährt der Schalm vorne jetzt? 70. Green light. Go, go, go. Sind wir vorbei an Schalm? Ja. Du bist 78 gestartet. Vorsicht. Ey, das gibt sowas von eine Strafe, Alter. Alter, er startet mit 78, Alter. Ey, dieses Startsystem mit ACC ist so schlecht. Das ist so schlecht. Einfach nur auf P1 vorgeslidet mit unseren Eisblöcken. Mhm. Einfach mal mit 78 km/h gestartet, Alter. Ich hab mich an den Vordermann gehalten. Der Vordermann gibt's Tempo vor. Ja, alles gut. Du hast mehr Erfahrung als ich in Start. Alles gut. War ein guter Start, aber war prima. Eine geile Kurve. Wie du den Porsche aber auch rausgeschoben hast, wie so ein richtiger Frechdachs, Alter. Ich hab nur die Linie zugemacht. Ja.
Hab nur Linie zugemacht. Mehr nicht. Der Start war richtig wild. Der Start war richtig wild, Michael, Alter. Richtig frech. Oh, wir müssen. Brauchen mit Sprit andere Bremspunkte. Perfekt. Ja. Der scheint nicht so anzupacen, der Porsche. Da kann man auch chillig fahren, glaube ich. Ich glaube, der ist noch ein bisschen schockiert von dem Start. Vermutlich. Denkst du? Ja, ja, ich denke schon. Du hast ihn halt schon richtig rausgedrückt. Also natürlich hast du zugemacht. Warte mal, Michi, ich kann dich nicht hören. Am Replay an. Okay. Oh nein. Ja, keine GT4s. Also an alle aufmerksamen Zuschauer, die schon sehr lange Zeit das Racing verfolgen, wissen, was das gerade war. Tschüssi, Porsche! Boah, Eisbrecher, vielen Dank für deinen Sub im dritten. Vielen, vielen, vielen Dank. Nee, Prime. Prime. Prime war's. Dankeschön. Dizzy? Ja. Ja, ich bin noch da. Okay. Ich lese ja bei dir im Chat bloß irgendwas von Windows-Update. Ja, ich hatte gerade ein Todeslag. Ich muss, bevor ich ins Rennen, also ins Auto gehe, nochmal neu starten, glaube ich. Okay, Porsche will jetzt bestimmt attackieren. Wo der Reifen noch warm gefahren, denke ich. Aber war wahrscheinlich nur Hiccup-Chat. Nur kurz Hiccup. Hoffe ich. Das Gute ist, der Porsche hat halt keinen Topspeed. Und ich habe zu hohe Luftdrücke. Das ist nicht so gut. Ja, die Leute in der Box, die hat es wahrscheinlich komplett zerrissen beim Start, so wie es aussieht. Wie geht das denn? Weiß nicht, hinter uns war scheinbar großer Crash. Also wir fahren erstmal ganz ruhig. Ohne viel Druck. Der Porsche kann uns erstmal nichts. Der kann nicht überholen, der hat keine Chance. Aber wenn du eine Tür zumachst, dann kommt er nicht vorbei. Hey, mein Meister, moin. Grüß dich. Die Reifen drücke vorn. Chat, ihr könntet mal gucken, was ich für Reifenluftdrücke eingestellt habe. Das wäre nämlich mal ganz. Ach nee, die habe ich ja glaube gespeichert. Sollte es ja auch benommen haben. Wieso soll es da eine Strafe geben? Ich habe doch nichts verkehrt gemacht. Nee. Bei mir ist generell der Rückspiegel aus, weil mein Rückspiegel auf den anderen Monitoren ist. Ich benutze den richtig vom Auto.
Da kotzt bestimmt übelst ab. Ja klar, kommt ja nicht vorbei. Auf der Geraden schafft er es nicht. Oh, fastest Lap? Achso, meine fastest Lap. Dachte schon. Wäre mal anders wild gewesen. Der ist halt deutlich schneller als ich. Mhm. Aber er kann seine Stärke gerade halt nicht ausspielen, um wegzukommen. Okay, also hier ist der einzige Stelle, wo er richtig angreifen kann. Muss ich mir merken. Immer schön Tür zumachen. Ja, und allerdings hier oben. An der Ecke links. Da kann er auch. Aber da hat er keine Chance, weil du von der Geraden kommst. Aber er kann da weitaus später bremsen als du. Ja, aber ich erwische die Kurve ja nie, weil ich mich immer verbremst. Jedes Mal. Ja, du benutzt halt den Bremspunkt von. Siehst du? Ja, du benutzt halt den Bremspunkt. Ich hasse diese Kurve. Nee, du benutzt den Bremspunkt von der Bremse und Sprit. So, schön langsam hier rum, um Reifen zu sparen. Und ihn noch zu ärgern? Nee, nicht zu ärgern. Einfach nur Reifen sparen. Weil normalerweise slidest du um die Kurve da ein bisschen rum. Naja. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Aber schalt wirklich alle auf. Das schmeckt. Ne, die ersten drei halt, ne? Die anderen hängen ein bisschen hinterher. Also, ab vier ist schon mehr Platz. Also in der Theorie hältst du eigentlich nur den Porsche auf. Nee, Scheiben wird mit Sicherheit auch schneller sein. Der hält sich bloß zurück. Der beobachtet, was wir zwei hier vorne machen. Denk an die Bremse oben nach der langen Gerade. Dann kommst du auch ein bisschen besser weg, glaube ich. Das war gut. Prima. Sehr gut. Durch die hohen Reifenluftdrücke untersteuert der in der Kurve übelste Sorte. Ja. Nee, nee, ich ignoriere euch nicht, Quadracer. Ich habe echt auf die Strecke geguckt. Ich würde euch doch nie ignorieren. Das stimmt. Wenn ihr mit Twitch Prime Reiz habt, dann redet mich auch mit euch. Das ist kein Problem. Über den Alert dann. So, fühlt sich so nackt an uns. Twitch Prime is not a crime. Da sagst du was, hab das ja wieder frei. Hey, Grölliro, dankeschön für 4 Monate. Ey, Jules, moin, was geht?
Hast du den Replay nochmal angeguckt? Was denn? Ob das mit dem Start alles sauber war? Nö. Ist nicht meine Entscheidung. Und ich habe mir sowas abgewöhnt, vor vielen, vielen Leuten mir sowas anzugucken. Bringt nur Unruhe. Okay. Das entscheidet die Rennleitung. Wir fahren jetzt erstmal Rennen. Wir gucken es uns dann an, Chat. Ja, du kannst das machen. Ich möchte das Prime nicht. Ist. Nee, der Porsche kann einfach Ghost Inc. viel, viel später bremsen und kommt schneller aus den Kurven raus. Deswegen kommt er immer wieder ran. Und er lässt jetzt gerade ganz schön federn. Vielen Dank für dein Follow. Ja, vielleicht will er die Reifen ein bisschen. Hast du GT4? Ja, Unfall wahrscheinlich mit drin gewesen. Das ist nicht so gut. Bronx, moin, ich grüße dich, was geht? Oh, jetzt wird er wild. Jetzt wird extra spät gebremst. Paitera? Nee, der KTM ist ein GT4. Der kam letztes Jahr mit dem GT4-Paket zusammen. Das ist jetzt richtig scheiße. Jo. Aber er bleibt außen. Das war nett. Alles gut. Haben wir gut gemacht. Batschi, ich würde sagen, auf 1-2 beschränken. Für den Anfang. Also wenn du so viel gefahren bist wie Michel und so viel Verständnis hast, kannst du alles fahren, aber... Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Am Anfang 1-2 reicht. Jetzt ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Die Zemo, die Zema. Oh, Cyber Cobra, dankeschön für Tier 3 im 79. Monat. Uff! Chat, können wir mal kurz. Ja, Flo, natürlich musst du dann jeden Windschatten nutzen, den du bekommen kannst. Auch vom KTM. Danke, Error. Können wir kurz reinwickeln? Scooter, moin. Storchi, grüß dich auch, hallo, was ging? Ja, genau. Da wird hier wieder Marken unter Pokal und so. Ha!
Da musst du rein! Schon wieder halber Krieg hier. Oh Mann. Ganz, ganz wilde Nummer. Ganz, ganz wilde Nummer, sag ich dir. Oh, oh, oh. GT3 und GT4 werden unterschiedlich gewertet, ja. Oh, hat die Schikane verkackt. Kriegt man den Benz noch vor der ersten Kurve? Ich glaube nicht, ja. Nee, das wird nichts. Einfach reinbremsen. Danach auf der langen rechts. Ja, Multiclass ist richtig crazy. Wir fahren mit 40 Autos hier. Das ist einfach total verrückt. Ja, was willst du machen? Ist der Porsche schon wieder dran? Kacke. Ja, kann ich gleich machen. Arsch auf Start-Zielgeraden, dann mache ich die lauter. Ich kann mich auch selber ein bisschen lauter machen? Nee, ich hab doch ein gutes Mischpult. Ach so, alles okay, gut. Ja gut. Nee, wir sind von 3 gestartet, Skarala. Xavas. So, sollte ein bisschen lauter sein. Dankeschön für 5. Mach's gut! Aber Schalm hat auch schon Federn gelassen, ne? Naja, der ist schon am Kämpfen mit dem Essen hinten. Wie der Porsche innen die Linie halten kann. Das geht mit dem Bock hier überhaupt nicht. Willst du Doppelstinten? Ist das Bums? Du fahren möchtest, kannst du auch fahren. Fahren müssen wir so oder so. Ja, klar. Ich hätte gesagt, wir wechseln uns jede Stunde ab dann. Ja, kann man machen. Nee, Sprit müssen wir nicht sparen. Tote, den Sprit müssen wir nicht sparen. Nach Barcelona haben sie den nicht ganz kaputt gemacht. Das ist so mies, Alter. Nee, es gibt keine Max-Zeit, sehe ich gerade. Das geht auch gar nicht, weil Schalm fährt, glaube ich, allein. Ja. Das gibt es nur bei den großen Rennen, glaube ich, bei den 24ern. Wenn ich mich recht entsinne, bei denen hier. Nee, Kangalese, du musst ja so eine Box.
Tanken und Reifen wechseln und Fahrerwechsel dazu dauert nicht länger. Also, alles gut. Ja, Schalm ist P4, ja. Oh, wurde vom Essen jetzt gasiert? Mhm. Also ich denke mal, dass, also da Herr Schalm alleine fährt die 6 Stunden, der wird sich wahrscheinlich seine Kräfte einteilen. Der fährt ganz gemütlich seinen Schuh runter. Schätze ich mal. Vielleicht ist er noch nicht so im Flow. Alles gut, Kangalese. Wenn ihr Fragen habt, also falls ihr noch nichts so zu Endurance-Rennen mitbekommen habt, immer Fragen, Leute. Ihr sollt nicht doof sterben. Die blauen Punkte sind GT4-Fahrzeuge und die grauen sind GT3-Fahrzeuge. Wir fahren jetzt GT3, unser ist GT3 und die anderen sind GT4. Die blauen. Hattest du nicht vor uns irgendwas wegen Max in Zeit von 65 gesagt? Oder hast du dich da verlesen? Nö, ich habe dazu eigentlich nichts gesagt. Ich dachte, du hattest vor uns mal irgendwas gesagt, weil das Flo nämlich auch gerade erwähnt. Habe ich das? Also. Ja! Hast du? Ja! Ja! Ich hab gesprochen und Luft. Ja. Ich hab gesprochen und Luft geholt. Keine gute Idee. Nee, war auf jeden Fall. Ja! Ja, jemand ist. Irgendjemand fährt hier 777, ja. Ich weiß aber nicht mehr. Der ist nicht mal im Rennen dabei, die 7-7. Ja, René, wir haben uns jetzt in den letzten 13 Runden den ersten Platz ganz hart erkämpft. War ein wilder Fight. Aha. Aber Porsche bleibt dran. Das steht fest. Jo. Porsche hat Bock. Wir überrinden jetzt schon die ersten GT3s. Eieiei. Hallo. Okay, der macht Platz. Ära. Ja, ich starte gleich den Rechner nochmal neu. Nö, wird wahrscheinlich nicht so. Nö. Nee, Xentrin ist ja auch noch mit dem Team und aber. Die gehören auch noch zu uns, ja. Richtig, richtiges wildes Team. Wir fahren jedes Wochenende, mein Meister. Seit März. Jedes Wochenende Endurance-Rennen. 6 Stunden, 12, 8, 24. Also 24, das ist immer sehr, sehr kraftraubend. Mhm. Vor allem zeitraubend. Mhm. Also ja wirklich komplette Wochenende im Arsch, ne? Ja, mittlerweile geht's. Man hat sich dran gewöhnt. So, wir haben jetzt schon 3 Cuts, Dizzy, ne? Ja, da du ja Michel DT Behrend bist, kann ich drüber lachen, weil du sowieso Scheiße erzählst. Scheiße, ich muss mal was machen. Maga, wir fahren seit Monaten zusammen rennen. Mich holst du mit so einem Scheiß nicht mehr ab. Ich weiß schon, wie ich das mache. Ich werde mir einfach das Fenster dort rausschneiden aus einem Screenshot. Und werde das als Stream-Overlehmer. Easy. Oh, wir machen immer noch alles, mein Meister. Oh, jetzt habe ich aber wirklich einen Cut. Klemmbausteine, Kochen, andere Games, aber. Also, wir machen schon noch andere Sachen. Groß nicht. Aber Autorennen ist schon aktuell ein großer Teil. Morgen gibt es zum Beispiel wieder Klemmbausteine. Bei mir auch morgen Abend. Oh ja. Also ich bin jetzt schon an dem italienischen Sportwagen, bin ich jetzt wirklich schon 6 Stunden dran, ne? Und hab von den 6 Heften 1¾ durch. Das ist doch gut.
Boah, Junge, übelst viel. Wer sind Konkurrenten? Michel und ich sind keine Konkurrenten. Mhm. Nee. Sie ist einfach konkurrenzlos. Da kann ich nichts machen. Okay. Das war eigentlich jetzt in... Ja, aber nur auf Kyalami im Ferrari, weil der OP ist. Der Kyalami ist ja, glaube ich, gar nicht so schnell. Ach, ich meine Ungaro-Ring. Ich weiß. Du Pisser! Was? Ja, das war das Erste, was Michel vorhin gesagt hat. Ich so, oh, Michel, richtig krasse Woche auf Ungaro-Ring gehabt. Ich fühlte mich so richtig schnell. Und Michel sagte dann, ja, Ferrari ist ja auch auf Ungaro-Ring ziemlich okay. Geil. Toll, danke. Feels good, man. Juhu. Ah. Okay. Da kann doch nicht meinen Bremspunkt nehmen. Als GT4. 3 Sekunden Schaden am Heck. Aua. So, Michel, ich muss mal einmal ganz kurz flott den... Hippie? Ich muss eben fix mal den Computer neu starten. Okay. Ich bin gleich wieder da, damit der Fehler hier nicht nochmal auftaucht, sicherheitshalber. Disconnected. So, das machen wir jetzt mal fix, bevor wir loslegen. Safety first. Ne, Pipi muss ich nicht. Kann sein, dass die Cam ein bisschen dunkel ist. Heller machen, wa? So, jetzt wird Michel mir gleich irgendeinen Scheiß erzählen wieder. Pass auf. Connected. Channel switched. Microphone muted. Hallo, wieder da? Kannst du mich hören? Ist Dizzy eigentlich schon wieder on? Sag ich ja. Habe ich euch schon gesagt. Ich bin Hellseher. Ich bin einfach Hellseher. Wieso, hast du mir gesagt, dass ich das jetzt so sagen will? Ja, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich komme rein und Michael erzählt mir irgendein Bullshit wieder. Too obvious. Ich wäre einfach schon wieder gelesen wie so ein Buch. Einfach durchgespielt, den Michel Behrendt. Einfach auf Audible gehört. Einfach auf Audible gehört. So, haben wir noch den Practice-Server von RRVGT? Nee, haben wir nicht. 2525 haben wir gerade. Singleplayer, Barcelona. Wetter ist... 23 sollte reichen. Mercedes. Dann fahren wir schnell die Reifendrücke raus. 29 Grad, das heißt, wir müssen 4 runter. 4 runter. 1, 2, 3, 4. Also, dann machen wir so. Nehmen wir das hier. Das ist für 30. 1, 2, 3.
Ja, ist ja gut, Vexus. Dann fahren wir mal schnell die Green Light. Go, go, go. Ich glaube, die GT4s können ein bisschen später bremsen, Flo. Deswegen. Doch, ich war am GT4. Ich war schon vorbei, aber die können halt ein bisschen später bremsen. Ich bin halt ein Stück nach links gefahren, dass ich mehr Streckenbreite nutzen kann. Hey, Spokesmoin, ich grüße dich, was geht? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Extation, dankeschön für deinen Sub. Willkommen zurück. Lance Brawl, wie gesagt, ich bin ihn halt auch in die Linie gezogen. Kann das sein, dass es meine Schuld war? Du kannst dann nicht so schnell reagieren. Ich bin ein Stück nach links gefahren und habe gebremst. Weil ich eigentlich dachte, dass dein Bremspunkt ein bisschen weiter vorne ist als meiner. Aber wahrscheinlich haben die einen späteren Bremspunkt. Dadurch ist der Kontakt zustande gekommen. Oh, fühle ich, Spokes, fühle ich. Oh, Porsche wurde gedreht. Oh, nee. Vom GT4. Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Nee, nur angedreht. Er hat's abgefangen. Nice, sehr gut. Ich habe eine GT4-Lücke ausgenutzt, die richtig mies war. Da wollte er auch noch mit durch. Aber da hatte doch GT4 keinen Bock mehr. Aus der Hinterachse wird über den Stint ganz schön wild. Jo. Musst du da mal gucken, ob du da eventuell eine Bremsbalance einen Klick nach vorne machst. Musst du ich da mag für dich selber entscheiden. So. Ja, aber für die Schikane ist echt kacke, das ist schwer. Ja, werden wir dann sehen. Auch die erste Kurve, die ist damit ganz schön wild.
Ehren Bentley. Boah, letzte Kurve, Dirty Air, Alter! Danke. So. Wo schreiben wir denn jetzt die Reifendrücke rein? In welchen Kanal? Setup-Planung? Schreibst du bei Eat? Nein. Ja. Schreibst du mir über WhatsApp? Na klar, ich schreibe sie dir über WhatsApp. Soll ich dir gleich noch einen Liebesbrief schicken? Oder? Ja, bitte. Ja. Penisbild. Nee, sorry, aber... Durch das ganze Trainieren ist ja ganz schön klein geworden. Ich schäme mich dafür. Ach so, ist das so? Haben wir schon die Hälfte vom GT3-Feld überholt? Ja, okay. Bauerzocker, moin. Das war Dirty Air nochmal, wenn vor dir ein Auto fährt und quasi dein Luftstrom dadurch dreckig ist durch die Partikel von dem vorderen Auto. Oh, Partikel? Kein Partikelfilter? Wo ist der Race Server jetzt nochmal? Training 06 hier. Green light, go, go, go. Green, green, green. Der Porsche klebt aber auch an mir wie so eine... Wie eine Motte. Ich wollte das Wort räudig noch einpacken. Aber mir ist dann jetzt kein Tier eingefallen. Eine Motte. Eine räudige Motte? Ja. Eine räudige Fliege? Räudige Scheißhausfliege. Na, jetzt aber nicht so übertreiben. Ist halt ein Käfer, ne? Wie eine Hümmel. Was, eine Hümmel? Ne, weil der Jümmel, Tümmel ist. Wie eine Hümmel. Also eine Hümmel. Auf sächsisch Hümmel. Wie viel Sprit hast du jetzt noch? Halb voll. 40 Liter. Oha! Kannst ja, ich war relativ spritsparend. 3,13 Liter. Ja. Du kannst aber lange draußen bleiben dann. Würde ich ehrlich gesagt auch ausnutzen. Okay. Ja, würde ich gehen. Das Ding. Also, wenn du dich gut fühlst und das Auto noch geht. Ja, ja, alles noch gut. Ja, gut. Der TC ein bisschen jetzt hochgestellt. Was hätte man noch anderes von dir erwarten können? Ja, stimmt. Der hat sich... Was? Fühlt sich von 120 Kann die sein. Hälfte. Hm.
Das, was Flo sagt. Der Porsche hat sich hinter mir wahrscheinlich die Reifen kaputt gemacht. Weil der verliert nämlich jetzt Gap. Ja, der hat halt richtig gepusht, ne? Der wollte halt durch. Und dranbleiben. Nö, ja, der ist so viele Angriffe hat er tatsächlich nicht gesetzt. Aber der hat halt keine Chance gehabt, irgendwo zu überholen. Aber du hast halt trotzdem die Dirty Air. Die Partikel. Oh, ich bin so ein Assi, ohne Scheiß. Manchmal hasse ich mich selber. Ist okay, Michel. Ich weiß ja, wie ich es zu nehmen habe. Michel sagt das auch nur, weil er wieder nicht weiß, was Partikel sind. Ganz klar. Jedes Mal, wenn ich aufs Klo gehe und den Schlüpfer runterziehe, sehe ich, was Partikel sind. Da ist nämlich ein Partikel. Redest du von deinen kleinen Nüsschen? So sieht's aus. Okay. Dieser muss ich wirklich sehr lieben. Tut's auch. Ja. Ich verstehe sie aber auch. Okay. Würde ich an ihrer Stelle auch machen. Ja, also ich könnte mir echt nichts Besseres vorstellen, als mit dir liiert zu sein. Also. Komm, Mann, einfach. Da hat er auch Dirty Air in der Beziehung. Ich wollte dazu jetzt nichts weiter sagen. Das macht ihr, Chat, nicht ich. Ach, was. Hab ich raus. Ich kann darüber nicht urteilen. Ich kenne Michel privat nicht. Twitch is not a crime. Danger, danke schön für 4. Da geht's wirklich heute stramm auf die 1,5. Stark, Chat. Vielen Dank. Freut mich. Gerade in diesen Zeiten ist das sehr schön. Mensch, Jan, ich habe jetzt die Woche Urlaub. Man kann nicht immer rumkommen. Mein Meister, dankeschön auch an dich für dein Prime. Naja, gut. Ja, Twitch Prime is not a crime. Das ist richtig. So, ich werde gleich nochmal Pipi. Pipi? Ja, Pipi. Und dann. Hast du nicht Kaki? Kaki? Ne, Kaki muss ich nicht. Kaki habe ich heute schon. Ich muss nur Pipi. Soll ich Paul mitnehmen? Paul Pipi? Paul Pipi? Ey, Chat, wir haben einen eigenen Scheiß aus dem Boden. Jeden Tag ab Mittags. Okay, ich versuche das jetzt vielleicht mal irgendwie hinzubekommen. Geht's schon wieder fremd? Nee, aber mal bei Jan Schnoger vorbeigucken. Wollte eigentlich schon lange mal vorbei. Alter, was geht denn jetzt bei dir? T-Rex? Einfach völlig, völlig außer Rand und Band. Vor allen Dingen völlig aus nirgendwo? What? Out of nowhere. Out of nowhere. Hat er so hier gemacht. Warte mal.
Bis auf die Gerade warten. Kleiner Augenblick. Wir warten. So. So hier. Weil T-Rex. Wir haben nichts gehört. Nein! Ich hab's nicht eingestellt. Verdammt! Okay. Aber mein Chat hat's gehört, glaube ich. Wolltest du Fotos machen, oder? Nee. Ich hab Godzilla als Sound. Da habe ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Und in die Dusche gehe. Wenn du in der Dusche baden gehst? Ja, ich sitze immer in Fötusstellung, liege ich unter der Dusche. Ich aber auch. Okay, gut, dann sind wir schon zu zweit. Lauwag, Dankeschön für 5 Monate, meine ich. Vielen, vielen lieben Dank. Und Tag und Dankeschön für 10. Maga, vielen, vielen lieben Dank. Was ist eigentlich die Pitstop Delta Time? Meinst du, wie lange man Pitstop macht? Ist das so, Spikey? Hast du keine Sitzbadewanne? Nee, keine Sitzbadewanne. Nee. Oh, Snowdog, dankeschön auch an dich für deinen Submager. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Leute, für den Support. Noch lieb von euch. So, wie war es jetzt noch drin? Im Eimer? Äh, 26 Liter. Jo, dann geht schnell. 8 Runden. Jo, dann geht schnell. Braucht dann nur langsam mal Luftdrücke, ne? Ja. Soll ich dir sagen? Nee, jetzt geh erstmal Pipi. Pipi! Ich geh Pipi! Okay, Chat, ich wünsche euch viel Spaß mit Michael und Pipi! Was meinst du, Jan? So, Mensch, das war doch ein Witz. Wo kam das denn jetzt her? Die sind jetzt einfach auch Soundboard. Genau. Ich schwitze mich sauber. Dankeschön für 25 waren das, glaube ich, Flo, ne? Danke für das Doppelte. Okay, das ist mir alles ein bisschen sehr wild hier.
Porsche gleich übelst Angst gehabt. So wäre da. So geil. Audi macht wilde Audi-Sachen hier vorne. So geil, wie sich die beiden Katzen drüben ins Bett gemurmelt haben und der eine liegt unter der einen Decke und der andere unter der anderen. Natürlich jetzt mega Zeit gekostet, Mann. Ganze Vorsprung von dem. Den wir rausgefahren haben, wieder weg. Mann ey! Mann ey! Ideallinie. Ja, und Dizzy macht die andere Hälfte, ja. Welche andere Hälfte? Denn die andere Hälfte vom Feld überrundest du dann. Also ja. Die Hälfte vom GT3-Feld haben wir jetzt schon fast. Vielen Dank für dein Follow, Nick. Ich muss mich erstmal schon darum kümmern, Hallo? Den Porsche zu halten. Elmo, moinsen. Du musst nur sauber deine Linie fahren und das war's. Mehr nicht. Der kann dich nicht überholen. Und die eine Kurve, was ich vorhin sagte, musst du aufpassen. Ansonsten easy. Der kann dich nicht überholen. Hau rein, mein Meister. Vielleicht bis später. Viel Spaß beim Einkaufen. Der Porsche kann länger draußen bleiben, Freddy. Willst du Reifendrücker haben? Ja, hau mal raus. 25,6. Ja. 27,1. Ja. 25,7. 26,7. Okay. Schweini, vielen Dank für dein Prime im dritten. Dankeschön. Danke, Schweini. Du Schweinchen. Du kleines Schweinchen, du. Schweini, unser Glücksschweinchen heute. Schweini muss Pipi. Schweini muss doch Pipi. Dankeschön, Schweini. Auf jeden Fall. Der Porsche hat auch Schaden. Der Porsche nicht hat viel. Auch, ja, wir haben auch nicht viel. Ja, ich wollte eigentlich die 3 Sekunden rausfahren, die wir Schaden haben. Das ist das Problem. Dass du vor dem Porsche wieder rauskommst. Ja, geht doch. Ist okay. Gerade. Der muss ja auch erstmal durchs Feld. Sich wühlen. Junge! Nee, wir haben keine Strafe gekriegt für den Start. Nee. War alles clean? Ja. Scheint so. Vier Runden noch. Bin da. Sollen wir noch ein bisschen Side-Draft mitnehmen? Ja, wir fahren alle bei Yeet jetzt, ja. Also Michel, Ava, Xentrin und meine Wenigkeit. Wir haben jetzt ein Team gebildet.
wir sind jetzt wir sind ein Team. Sehr starkes sogar. Also mental als auch physisch. Wir hoffen, dass es halt dann irgendwann mal weiter, also dass wir alle weiter im Team sind. Irgendwann mal. Achso, dass sich das Team nicht auflöst, meine ich damit. Könntest du mir sagen, was für Vor- und Nachteile Assetto Corsa gegenüber iRacing hat? Es hat weniger Content. Das war's. Es hat weniger Content. Das ist der einzige Nachteil. Nachteile, Chat. Nachteile von Assetto Corsa. Nicht Nachteile von iRacing. Also mehr Nachteile hat das nicht. Ich brauche noch Pepe Yeet als Emote. Ja, Emote-Vorschläge könnt ihr bitte gerne mir im Discord schicken, Leute, weil ich werde jetzt demnächst noch wieder welche machen lassen. So 10, 15 Stück, weil wir Tier 2 und Tier 3 werde ich alle mitnehmen. Also, weil ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt in naher Zukunft nicht irgendwie Emotes freischalten. Deswegen werde ich Tier 2 und 3 Emotes auch befüllen jetzt. Also, wenn ihr Ideen und Wünsche habt, könnt ihr die gerne ins Discord einreichen. Ich sammle dann und dann lasse ich 10, 15 Stück nochmal machen. Will er einfach den Mengenrabatt absnacken? Ist sie wieder geizig? Das ist der Schwabe. Ich bin Schwabe, ja. Na klar. Dieses Jahr spare ich für mich selber. Dankeschön, AMG. Ehrenbruder. Auf was denn? Auf Eigentum. Staubproben. Ich spare auf Eigentum. Für mich selber. Ich mache mal was für meine Altersvorsorge jetzt. Ich habe jetzt jahrelang habe ich alles ausgegeben, alles in die Firma gesteckt oder in die. Da möchten aber jetzt ordentlich reinpumpen. Na, das dauert nicht mal allzu lange. Weiß nicht, ob du. Kann man eine Altersvorsorge innerhalb von 5 Jahren aufbauen? Hä? Eigentum? Auskaufen? Verstehst du das jetzt nicht? Ach so. Weil du so alt bist, Mann! Ja, ich wollte das einfach gekonnt ignorieren. Ich wollte das gekonnt ignorieren, aber du warst so aufdringlich. Du Penner. So, 2 Runden habe ich noch. Ja, ich bin da. Ready? Genau 2 Runden. Ja. So, 4 Sekunden Vorsprung haben wir. Kannst du dich im Teamspeak muten? Ja, kann ich dann gleich machen. Gut, weil da machen wir da weiter. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Ich höre dich jetzt nicht mehr. So, jetzt geht's los, Chat. Valtteri Quali starts in about an hour. What you doing? So, jetzt solltest du mich aber hören. Ja, ich höre dich. Perfekt. A race. Ja. Also du kannst gleich im Discord mit den anderen, also mit Chat reden, beide hören dich. Ja, ich muss aber vorher nochmal. Dein Einsatz. Pipi? Ah, sehr schön. Ich bin gerade ein bisschen nervös, Michel. Ich übernehme die Schlüssel auf 1, also. Entschuldigung. Alles gut. Ich versuche gerade ein bisschen. Ganz entspannt. So, letzte Runde. Ja, bin da.
Wir kommen da so mit ca. 0,5 Liter in die Box. Prima. Schaden reparieren? Ja, nein? Ja. Die Turn 3, die Sonne ist sehr eklig. Mhm. Ja, selbst wenn, wären wir jetzt bei 65 Minuten. Ja, das machen wir in der Box noch. Tank voll? Ja, ja. Nice, schön, dass Sie mich richtig schön gefahren. Danke, danke, danke. Ah, so, okay, sollte alles passen. Der Porsche bleibt noch draußen. Ja, ja. Das bringt mir aber nichts. Ja, ja. So, Auto steht, Auto instant hoch. Mhm. Machst du Zündung an? Ja, ja. Okay. Sehr schön gefahren, Michael. Tippitoppi. Ein Cut haben wir, wie gesagt. Das ist okay. 10. Auto ist dann gleich an, hey. Ja. 5. 4, 3, 2, 1, go! Perfekt! Vielen Dank für 700. Dankeschön. Ich weiß nicht, wer es jetzt war. Dankeschön. Ja, wir wollen jetzt den Start nochmal schnell angucken. Wir gucken uns den Start nochmal an. Ich weiß nicht, wer es war. 750. Die Alerts werden nicht angezeigt, warum auch immer. Ist der Bot eventuell gebannt, Flo? Kannst du mal gucken? Car on the left. Clear on the left. Was ist denn unser Auto jetzt? Ich sehe es nicht. Ah, hier. Ja gut, aber der Porsche ist halt ein bisschen zu schnell gefahren und ich habe mich jetzt halt bloß an den vorne orientiert. So, hier halten wir jetzt einfach Linie. Der fährt rüber. Ja, also, ich sehe da jetzt nichts Verwerfliches, um ehrlich zu sein. Na, wir fahren jetzt hier links raus und fahren jetzt einfach nur gerade. Der fährt rüber. Also, alles gut. Wieso müssen wir Splash and Dash machen? Wenn wir. Obwohl, ja, stimmt. Stimmt, jetzt wo du das sagst, Vexus. Müssen wir gleich mal sagen. Ja, weiß nicht, was der gemacht hat. Der hat sich übelst zurückfallen lassen.
Mach mal dann Quad Racer. Ich muss jetzt Dizzy bloß erstmal sagen, dass wir Sprit sparen müssen. Car on the left. Be on the left. Wieso nicht? Ja, wir müssen da jetzt bloß 1.13 draußen bleiben. Dann haben wir die 6 Minuten noch drin. Oder nicht? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, wie viel Zeit wir pro Runde verlieren. Ja, dann müssen wir 7 Minuten zusätzlich noch einsparen. Gut, dann müssen wir jetzt... Ne, jetzt werden wir nicht mehr schaffen. Ja, dadurch, dass wir nicht noch mal rein müssen nachher. Ah, das habe ich jetzt halt überhaupt nicht berechnet. Come on. Wir haben übrigens einen Fehler gemacht, wir hätten Sprit sparen sollen. Ich glaube, das mit der Stint-Zeit habe ich überhaupt nicht im Auge gehabt. Hat man uns nämlich einen Splash Dash sparen können. Ja, egal. Gucken erstmal, was Dizzy hier zaubert. Dann gucken wir jetzt den Crash an. Ich werde jetzt mal nochmal schnell, oder mal erstmal esse ich hier noch so einen Schokoriegel. Und dann würde ich nochmal schnell eine rauchen gehen. Niemand hat die Absicht, Sprit zu sparen. Und Pippi, ja. Gehen wir auch. Egal, ob das dick macht. Hauptsache, es schmeckt. Scheiß auf Diät. Wenn es schmeckt. Ist er ja schon. Gell? Ganz dünnes Eis. Aber erstmal gesagt, scheißegal. Ja, der coole Support streamt gerade Skywalker. Was hast du denn? Dünnes Eis macht nicht dick. PC oder PlayStation oder Xbox? Car on the left. Clear on the left. Gute Frage. Da kannst du eh bloß auf den Patch warten, weil die können da eh nichts machen. Also ich habe das noch nicht gehabt, das Symptom, was du mir jetzt beschreibst. Cut, Dizzy. Was Nummer 2? Nein, ich habe gar nichts gekriegt. Okay. Car
Wenn er die Rundenzeiten so weitergeht, ist es gut. Sehr gut sogar. Gut, ist jetzt schon stark abgekühlt, aber wenn er die Rundenzeiten weitergeht, dann könnte das gut werden. Aber ihr seht schon, der Porsche und die anderen Autos, die bleiben viel länger draußen, also die... Scheiße. Da haben wir uns echt ein bisschen verzockt damit. Fuck. Nicht so geil. Ja, das ist richtig, aber in 6 Stunden passiert in der Regel nicht allzu viel. Nee, wir müssen das jetzt durchziehen. Der Bremspunkt für die Herbin kickt, ha? Ich bin jetzt mal schnell. Und kommt dann wieder. Nee, hab ich doch gar nicht vorskript. Dieser respektlose Camaro. So, ich bin gleich wieder da, Chat. Haben wir eigentlich schon Musik? Läuft Musik eigentlich noch? Die Musik ist alle. Was ist denn das für ein Crap? Nimmt die Musik weg. So, bis gleich, Chat.
Bagger so weit vorne fahren, ist aber auch nochmal ein ganz anderer Schnack, ey. Für sich selber. War so nervlich. Richtig intens. Schon wieder aus, das gibt's doch gar nicht. Was ist das für ein Crap? Geht das jetzt nicht? Ah, jetzt macht er automatisch weiter. Okay. Sag Bescheid, wenn die Musik zu laut ist. Wir sind wieder P1. Mit 9 Sekunden Vorsprung. Krass. Da müssen wir ja bloß noch 20 rausfahren. Übrigens, das Wiggeln hat, glaube ich, Philbrit angefangen. Oh shit. Das könnte gerade gehen. Der geht doch vom Gas. Nee. Dankeschön. Car on the left. Shit, sorry, left. Sorry, my man. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ist ein Platz 3 jetzt weg? 11 Sekunden. Also der ist nicht viel weiter dahin. Also wir könnten sehr, sehr weit zurückfallen dadurch. Naja, Dizzy hat schon gut Pace gefunden. Muss halt bloß noch die Konstanz über den Stint aufbauen. Der hat jetzt zwar viel Verkehr. Car on the right. Ah! Hä? Easy. Wait. Nein! Das Easy galt jetzt nicht als, das war nur, um mich zu beruhigen, by the way. 8 Sekunden, 20 Sekunden ist er zurück. P3. Ah ja, stimmt, hast recht. Eieiei. Sorry.
on the right. Clear on the right. Ich sage euch, Chat, dass wir den Start gewonnen haben, das war kriegsentscheidend. Das war wirklich kriegsentscheidend. Car on the right. Clear on the right. Was war denn für ein Crash, Lap 1? Achso, den wollten wir uns ja noch angucken. Ja, gucken wir uns noch an. Moment. Jetzt mal bloß mal sagen, wo da genau was passiert ist. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Warte mal, ich grüße dich. Wie geht's hier? Hier habe ich jetzt nichts gesehen. Sieht alles soweit ganz gut aus. Ah, dort vorne passiert's. Eieieiei. Ja, da machst du halt nix, ne? Da machst du halt nix. Schade. Da machst du nix. Ja gut, der ist halt dort auf den Körb gefahren und dann hat's ihn halt entschärft, Audi. Danke Drifty, Küsschen geht raus. Keine Panik, vielen Dank für dein Follow. Das ist ein Go XLR vom Schka. Und das hat mir Stuhlsen empfohlen. Und da gibt's auch noch das Große. Aber das ist unnötig, wenn du ein Stream Deck hast. Erfrischungskeks, danke für dein Follow. Ja, Raynomi, der Subsound ist noch geiler. ich glaube nicht, das habe ich noch nicht mit reingepackt. Bro. Stream Deck ist auch noch nicht mit drin. Ja, ich weiß. Ah, ihr wisst doch, Twitch Prime is not a crime. Da kommt ja auch der Sound. Das ist immer ziemlich haarig, wie er da fährt hier. Genau, ich habe das Go XLR Mini. Also das Go XLR, das große, das ist unnötig. Bei Domkill hat es funktioniert. Vielen Dank für deinen Prime, mein Bruder. Dankeschön. Clear on the left. Ach, da ist eine Drehung. 64 Grad, volle Wicklung. Ah, das ist ungefährlich, wenn du da über diesen Wurstkörb fährst. Bei wem jetzt? Skarala. Ja, 10er ist halt auch schnell, der ist nicht langsam, ne? Die beiden haben also 10er und Düme, die haben ungefähr dieselbe Pace. So, bei den Temps musst du eigentlich so um die 44 tief, 44 Mitte fahren.
Ja gut, Flo, ich habe aber im ersten Drittel von meinem Stint habe ich die Reifen geschont. Ja, da habe ich viele Sachen vermieden, zum Beispiel mit den Driften dort und die, wo es dann Richtung Schikane geht. Da wird das Heck sehr, sehr unruhig. Und das musst du halt vermeiden. Dann sind die Reifen am Ende des Stints auch noch relativ gut. Aber du hast dann irgendwann mal so ein Ding drin, wo das Heck beim Anbremsen echt leicht wird. Hatte diese schon eine. Weiß ich nicht. Nee, das kam nicht durch den Schaden. Da müsste er jetzt eine 45-1 fahren. Ja. Wir warten mal ab, genau. Mal sehen, was passiert. 44-5 ist Platz 2 jetzt gefahren. Paulchen. Was machst denn du? Mach dich in dein Körbchen. Ab. Oder warte mal. Schuhe. Nee, Paul muss nicht pullern. Mach Platz, Diggi, komm. Ja, warte, dürfte Mutti. Das wird ein Cut. Nee, das wird kein Cut. Nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr, Nicknacks. Das ist zu spät. Das hätten wir im ersten Stint schon machen müssen. Ja, mal dann, Herr Merkwürden. Guck mal, volle Kapelle hier. Ach, und Romschka, welchen Vorteil das GoXLR das große noch hat, ist, dass da Elektromotoren in den Schiebereglern sind. Ob das jetzt ein Vorteil ist, ist halt bloß Optik. Ja. Und Mark, grüß dich. Was hast du getrunken? Den Uwe? Was ist denn ein Uwe? Tom Ultra, vielen Dank für dein Follow. Ich habe keine Ahnung, wo die Mucke herkommen. Ah ja. Alkoholfreies Kraftbier, wie funktioniert denn das? Das ist nur dann besonders herb, oder was? Ich hab da so eine Box. Hab ich die reingesteckt. Und dann halt, da sind hinten zwei Löcher drin und dann habe ich halt zwei Nutensteine reingemacht. Das GoXLR ist halt bildbefestigt, weil das kann ich im Grunde genommen hier rausnehmen. Da habe ich halt bloß. Peter, Dankeschön für deinen Sub. Habe ich halt bloß zwei Winkel genommen. Car on the left. Car on the left. So, jetzt krieg ich es bestimmt wieder nicht mehr fest. So. Sorry, Lambo. Hab's eilig. Ach, Craft Beer. Ah, okay.
D2 Purple Lab. Okay. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschüss. So jung kommen wir nie mehr zusammen. Das ist richtig. Danke, Rubik. Wie lange machst du schon wieder das Hellout gerade? Ja. Scheint zu helfen. Aha. Wenn der wüsste, dass ich darüber nichts gesagt habe. Was hast du den Leuten schon wieder versprochen? Waschmaschinen oder was? Nee, ich hab dir bloß gesagt, dass du ein übelst lieber Kerl bist und ja, das hat eigentlich schon gereicht. Du bist der schlechteste Lügner auf meinem Planeten. Warum denn du schon wieder? Ja, das kauft dir doch keiner ab, dass du sowas gesagt hast. Moin, moin. Yee! Vielen Dank für, ich glaube, 50. Purple Lab ist schnellste Rennrunde. Lane the Dragon, danke schön für 3 Monate. Willkommen zurück, vielen Dank. Super lieb von dir. Durchschnittliche Runden. Das kann ja nicht sein, dass meine durchschnittliche Rundenzeit 13 langsamer ist. Das funktioniert ja nicht. Das hängt dann aber auch mit dem Stop zusammen. Moinsen. Weil, wenn meine durchschnittliche Rundenzeit 13 im Durchschnitt langsamer gewesen wäre, dann wären die ja vor uns. Im ersten Sinn. Das funktioniert nicht. Aber der Porsche ist overall, sind die schneller als wir. Das steht definitiv fest. Aber das ist so eine Strecke, die für einen Porsche gemacht ist. Also du hast ja, Subs, Leute. Du hast ja nur enge Kern, wo du rausbeschleunigen musst. Ob das jetzt hier die Schikane ist, oben die Kurve, die jetzt Tor, kommt. Diese, Moinsen, Corbin, dankeschön. Diese bisschen Krebs, aber die Herbin hier zum Beispiel. Flash, dankeschön noch an dich für deinen Prime. Freddy, dankeschön für den 2. Monat. Oh, jetzt geht's ja aber los bei Dizzy, sag mal. Da ist ja fast neidisch. Wird auch kleiner. Oder? Abwarten. Ja, ist ungefähr identisch. T-Rex. Vielen Dank, T-Rex. Vielen Dank, Scarala. Cry, danke schön. Für eure Primes im ersten. Wow. Vielen Dank. Stubi Klaus, Prime 3, dankeschön. Vielen Dank. Okay, mach ich. Say hello to my little friend. Das ist aber bei mir jetzt im TS sind. Lane, dankeschön auch an dich nochmal für 5 Subs, Maga. Vielen Dank. Lunacy, dankeschön. Kann aber auch an Teamspeak liegen. Moment, ich fixe das. Rein da. Say hello to my little friend. What the fuck is just happening, Chat? So. Sollte es nicht mal so sein. Oh, vielen Dank für. Ich sehe nicht, wer es war, aber dankeschön. Jo Bits, dankeschön. Ich sehe nicht, wer das ist. Dankeschön für Bits. Scheiße, Mann. Danke. Wie Dank. Ach, du bist schwarze Mucken. Ja, ich weiß nicht, warum der Bot nicht mehr diese Nachrichten dort reinschreibt. Richtig nervig. Ah, geh vom Gas. Was ist ein Cut? Old Crusher, vielen Dank für deinen Prime im 2. Dankeschön. Dizzy hält rein. Ja. Er hat das jetzt mit seinen
glaube 37 ist er, Jahren gelernt reinzuhalten. Hoffen wir mal, dass wir dann in 9 Monaten nicht die böse Überraschung haben. Der Bot ist aus irgendeinem Grund nicht live. Warte mal, ich guck mal, ob wir das irgendwie fixen können. Aber Gas. Say hello to my little friend. Ei, ei. Das wäre wild. Ach so. Titan, danke schön an dich für 5. Blackbeams, danke schön an dich für 5. Vielen Dank für die Subs. Ja, ich hab noch 25 Minuten Zeit, also alles gut. Zieh den Härter raus, als er reinsteckt, okay. Jetzt hat er den zweiten Cut, okay. Perfekt. Viel zu laut. Ah, gut, jetzt kommt es halt dort. Das brauche ich aber nicht. Aber es wird halt nicht im Bot angezeigt. Warum auch immer. Das will ich aber nicht, dass die Alerts nochmal extra angezeigt werden. Ja, 10. wird uns wahrscheinlich überholen. Kann mal einer das FBI rufen. Junge. Ich verstehe halt nicht, warum dann manches geht und manches nicht. Das ist sehr belastend. Die ganze Zeit ging der Bums, jetzt geht's nicht mehr. Bossi hat 25 reingehauen und, hat 25, warte mal. DPF hat auch 700, hä? Wait. Ach, das war DPF. Der hat aber auch nichts geschrieben, na, dass er 750 reingehauen hat. Der Sack. Danke 25, Bossi. Ist jetzt was passiert? Immer noch nicht. Okay. Dann ist der Bot tot, glaube ich. Warum auch immer.
Ja, funktioniert halt nicht. Na, okay. Aber ich habe jetzt eine andere Möglichkeit, wie ich es dann sehe. Auch nicht. Nee, geht nicht. Schade. Ah, gut, da müssen wir jetzt erstmal damit leben. Muss ich gucken, woran es liegt. Dann später. Er hat den Bot erschossen. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. On the Alter. Right. Ja, Hawaii mit uns, also mit mir zumindest nicht mehr. Mit mir fährt El Winko nie wieder. Vielen Dank für dein Follow, MT. Fossi, der Sound kommt ja durch, aber ich sehe halt nicht, wer es war. Und ich habe die Bits auch nicht mehr im Kopf. Ich glaube nicht, Roderick. Nicknacks, wieso? Ich hab keine Ahnung, Ice Dive. Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Was? Nicknack? Einfach nochmal du reingehauen? Ich hab keine Ahnung. Ja, da gab's mal ein paar Unstimmigkeiten. Das ist aber jetzt schon eine ganze Weile so. Das war mehrmals so. Dann hatten wir uns halt mal ausgesprochen. Und dann war es wieder so. Und dann habe ich jetzt gesagt, jetzt Schluss. Also für mich persönlich. Elvis. Ja, Elvis ist tot, Nicknacks. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, damit sollte man das Thema eigentlich jetzt auch beenden. Kein Kommentar, Jan. Alles gut, Nicknacks. Sollte sie nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nee, nee, einfach auf die zwei Kurven achten, alles gut. Bisschen Verschnitt ist immer. Na, no. Gab halt Umstimmigkeiten mit Elvis. Kann ich dir nicht sagen, Nicknacks, ob die jetzt alle vier fahren. Wieso ist das Auto kaputt? Das Auto ist nicht kaputt. Der Porsche ist halt nur schneller. Fahren halt ein gutes Auto mit guten Fahrern. Ganz einfache Geschichte. Car on the left. Clear on the left. Ah ja.
Sorry, Zehnt, ne, Maga. Ich hab Tür einfach zugeschmissen. Nee, der hat reingedived. Aber es ist er schuld, nicht du. Ja, Schikane überholt man nicht. Zumindest nicht so. Nee, das war kein Cut. Lass dich nicht nervös machen, der kann bloß in der einen Kurve holen. Alles gut. Ja. Car on the left. Clear on the left. Boah, jetzt ganz normal deine Linie. Und jetzt auf der Gerade bist du weg. Alles cool, ganz entspannt. So, jetzt ist aber das safe. Oh, sehr gut. Da geht hier aber großes Glück, das ist sehr gut. Ja, ich versuche gerade alles irgendwas dazwischen zu treiben, kurz, damit ich mich mal wieder sammeln kann, weil ich finde gerade nicht meinen Rhythmus. Wenn du ums Podium fahren willst, musst du es vorbeilassen. Das kostet dich sonst zu viel Zeit. Es sei denn, du findest jetzt wieder Pace und fährst deine normale Zeit weiter. Also so tiefe 45er. Ich versuch's gerade. Okay. Der Scarab, dann sehen wir halt ich weiter. Ich aber auch ein bisschen mit dem Verkehr. Böse dort rauszufahren. Gibt schnell einen Cut. What the fuck, was ist das? Excuse me, officer. The car on the right. Clear on the right. Hand ist dort nicht überholen. Ah, zu spät gebremst. Oder? Ich schaff da noch. Zumachen, zumachen, zumachen. Jetzt wird's wild.
P2 meinst du, Zocker? Bist in der P1. Problem ist aber, dass wir jetzt dadurch viel Zeit verlieren. Auf P3. Das ist halt das Problem. Chat, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr einmal komplett... Danke, genau das brauche ich gerade. Ich brauche einfach mal ganz kurz eine Menge Gewicke. Mein Spirit Animal. So, er muss jetzt wieder Pace finden. Wir müssen mal gucken, was Schalm im Durchschnitt fährt. Danke, Chat. 45,1, okay. Ach, ich muss mal schnell auf Toilette.